Unsere heutigen Studiogäste sind Teil einer der erfolgreichsten Frauenfußballmannschaften Hamburgs. Ein Erfolgsgarant ist der Trainer, doch der hört jetzt zu Saisonende auf und über die Beweggründe spreche ich heute mit Javier Navarro-Borrego und Falida Glossert vom SC Eilbek. Hallo ihr beiden. Hallo. Herzlich willkommen hier in der Welt des Amateurfußballs. Ich habe gerade schon angedeutet, Eilbek steht eigentlich für Erfolg. Mehrere Titel in den letzten Jahren, Hamburger Vizemeister 2014, Hamburger Meister 2011 und OZ-Pokalsieger 2009. OZ-Pokalsieg war vor deiner Zeit, doch Javier Navarro-Borrego hört jetzt nach 5 Jahren im Juli auf. Eine lange Zeit bei Eilbek. Was sind die Gründe für den Abschied? Die Gründe sind an der ersten Stelle gesundheitliche Gründe. Aufgrund, dass ich mich jetzt ja auch in Behandlung begeben habe aufgrund meiner Depression und das eigentlich auch schon die letzten Jahre mit mir rumschleppe. Und schon im Dezember 2013 die Vereinsführung halt darüber informiert habe, dass für mich im Sommer 2014 Schluss ist. Und die Mannschaft ist halt erst letztes Jahr im Oktober, November, habe ich sie dann informiert darüber, so dass auch dann der Verein auch rechtzeitig Gelegenheit hat, Zeit hat, auch sich um meinen Nachfolger zu kümmern, was jetzt auch gerade auch in Gange ist. Das Thema Depression ist natürlich sehr sensibel im Fußball, auch im Profifußball hört man das. Öfter, wie schwer ist dir dieser Entschluss gefallen, beziehungsweise darüber zu sprechen überhaupt? Und es ist schwierig, ja, weil man bekommt das halt mit, auch von Außenstehenden, von Arbeitskollegen. Du brauchst professionelle Hilfe, sieh zu, dass du zum Arzt gehst. Man versucht aber das weit, weit weg von sich zu treiben und einfach zu denken, ach, ist nur Gerede. Doch man merkt das einfach an kleinen Dingen, dass das nicht mehr so ist wie vor Jahren. Ja? Und für mich war einfach die Entscheidung, okay, ich kürzer treten, vielleicht funktioniert es, aber ich merke, dass ich das alleine gar nicht bewältigen kann. Und so im Grunde genommen letztes Jahr im Dezember mich halt auch in ärztlicher Behandlung begeben habe. Mhm. Und jetzt halt durch Gesprächsstunden wird natürlich halt eine Therapie halt jetzt festgelegt, ob es dann ambulant bleibt oder eventuell auch stationär bleibt, das muss man auch dann abwarten, weil es doch ein ziemlicher Prozess, was dann aber auch über die Krankenkasse läuft, die Krankenkasse muss das genehmigen, also sehr, sehr viel Papierkram, also das hätte ich so nicht gedacht. Ja, Hut ab vor diesem Entschluss und auch natürlich auch über den Mut, auch öffentlich darüber zu sprechen. Doppelbelastung im Fußball ist ja ein generelles Problem. Würdest du sagen, weil du bist jetzt lang genug im Geschäft, 15 Jahre als Frauenfußballtrainer, dass Beruf und leistungsbezogener Fußball überhaupt vereinbar sind? Es ist vereinbar, aber man muss sehr, sehr viele Opfer bringen. Opfer bringen, kann ich sagen, ich war ja auch Assistenttrainer 4 Jahre lang beim Hamburger Sportverein in der ersten Frauenbundesliga. Da hat man auch schon seine 4-5-mal die Woche Training neben dem Hauptberuf. Und wenn wir auswärts gespielt haben, war es halt eine 7-Tage-Woche. Da ist man samstags schon angereist und je nach Spielort ist man halt auch auf den Sonntagabend, spätabends, auch mal um Mitternacht, nach Mitternacht nach Hause gekommen und am nächsten Tag stand es halt um 8 Uhr wieder im Büro. Es ist vereinbar, aber sehr, sehr schwierig. Viele Dinge kommen definitiv zu kurz. Zu kurz. Ja. Falida, aus Sicht der Mannschaft, als ihr von diesem Entschluss gehört habt, wie habt ihr da reagiert? Im ersten Moment war es ja natürlich auf jeden Fall ein Schock, weil wir damit absolut nicht gerechnet haben und auch bestürzt darüber sind. Aber wir verstehen natürlich seine Beweggründe und wünschen ihm alles Gute. Mhm. Aber trotzdem ist das schwierig, weil viele Mädels natürlich nicht wissen, was kommt jetzt mit dem Trainer. Und die Zukunft von Eilbek ist jetzt noch nicht so fest. Und das ist halt sehr schwierig gerade, aber ungewisse Zukunft auf jeden Fall. Du bist ja auch seit 4 Jahren in dem Verein, immer mit Javier als Trainer. Genau. Was wird dir am meisten fehlen an ihm? Was schätzt du besonders an ihm? Ja, dass er einen während des Spiels sehr pusht. Das denke ich, aber auch das Private. Man unterhält sich ja dann auch und versteht sich gut. Ja, ist immer ein sehr, sehr engen Draht auch zur Mannschaft gehabt, kann man sagen. Ne? Ja. Ja, 30 Jahre habe ich schon gesagt, warst du generell im Hamburger Amateurfußball. 15 Jahre war Javier im Frauenfußball tätig, unter anderem beim HSV, beim Niendorf auch. Viele, viele Jahre, viele Momente, die wahrscheinlich dir in Erinnerung geblieben sind. Welche würdest du hervorheben? Was waren die schönste Zeit? Ich
denke mal, jede Saison ist für sich was Einmaliges. Klar, bei Lorber bin ich ja, das ist mein Heimatverein Lorber in Rothenburgsort, im Frauenbereich meine ersten Tätigkeiten oder meine ersten Schritte im Frauenbereich getätigt. Das war natürlich auch eine interessante Sache, weil man da auch in der ersten Saison eine Mannschaft übernommen hat, die ja auch in den Ende der 80er, Ende der 90er ja sehr, sehr erfolgreich waren, auch auf regionaler Ebene. Und dass man dann halt so eine Mannschaft dann halt übernimmt, war dann für mich auch eine große Ehre. Und so bin ich dann halt dann auch reingewachsen. Ja, dann war natürlich mit ganz jungen Spielerinnen da die Klasse zu halten in der Verbandsliga mit Lorber war natürlich auch ein Highlight. Und ganz klar, dann wechselt man zum TSV Niendorf und wird man in der ersten Saison 2004, 2005 gleich Hamburger Meister mit einer neuen Mannschaft. Ist natürlich auch eine schöne Erfahrung, ja, und ganz klar auch die Zeit beim HSV, ja, das sind sehr, sehr viele schöne Momente gewesen und eigentlich überwiegen auch diese die ganzen, Momente. Ja, und dann wechselt man zum SC Aibig, ja, und in der ersten Saison ist dann gleich wieder Hamburger Meister, was man ja auch nie von uns erwartet worden ist, auch nie gerechnet haben und klar, und dann spielst du halt eine Aufstiegsrunde gegen die Zweitvertretung von Werder Bremen. Ist natürlich dann auch ein Highlight für alle, was wir auch dann unglücklich verloren haben, 2-0. Aber ich denke mal, wir haben uns super aus der Affäre gezogen. Und auch weiter die Jahre darauf haben wir ja auch immer oben mitgespielt. Und ich denke mal schon, dass wir uns da auch die letzten Jahre auch einen Namen gemacht haben. Definitiv, in Hamburg auf jeden Fall. So viele schöne Momente, die positiven Momente überwiegen. Ist da dann auch Wehmut dabei, wenn man jetzt denkt, jetzt ist Schluss nach so vielen Jahren? Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, ja. Aber ich denke mal, gut, jetzt ist nicht mehr viel Zeit und klar, vielleicht hat man eine stille Minute, wo man vielleicht darüber nachdenkt. Aber auf der einen Seite, wo ich sage, okay, dieses ganze Positive überwiegt ja ein und gibt mir auch dann noch vielleicht Kraft, auch für die fußballlose, freie Zeit, die ich dann habe, mich da auch wieder selber zu regenerieren, mich auch wieder selbst zu motivieren, dann auch wieder eine Eigendynamik dann auch wieder zu erhalten, dass ich dann irgendwann wieder sagen kann, so, ich bin jetzt wieder reif und ich übernehme eine Mannschaft. Das ist schön, dass du auf jeden Fall positiv so in die Zukunft schaust, aber jetzt geht es erstmal darum, ja, das für dich selber auch, sag ich mal, zu verarbeiten, diesen Schritt auch zu gehen. Jetzt hast du gesagt, Frau Lieder, die Zukunft bei Aibig ist ungewiss. Mhm. Hat der Verein mit euch gesprochen? Trainersuche? Wisst ihr, was euch erwartet zur neuen Saison? Wie ist da so der Stand der Dinge? Im Moment sind jetzt drei Trainer, glaube ich, im Gespräch. Mhm. Die Tage werden dann nochmal intensive Gespräche geführt mit Monika Bohlin. Und dann wird, denke ich mal, wieder meine Mannschaft vorgestellt und ja, mal sehen. Mhm. Also es ist immer noch eher ungewiss, aber... Seid ihr euch einig so? Wollt ihr eigentlich so als Mannschaft geschlossen bleiben? Weil sportlich läuft es ja gut, ne? Platz 5 in der Verbandsliga. Ihr habt doch, könnt auf einige Erfolge zurückblicken. Wie ist da so die Stimmung in der Mannschaft? Ich würde eher sagen... bisschen chaotisch. Also manche überlegen halt auch doch zu wechseln und dadurch gibt es auch einige Unruhen denn in der Mannschaft und kann man leider nicht verhindern. Das bleibt, glaube ich, nicht aus, ne? Weil du bist ja so der Mann quasi für den Erfolg, du der Vater quasi von diesen Mädels und klar, es ist natürlich schwierig. Bist du in die Trainersuche eigentlich mit integriert? So? Ja, also ich bin drüber informiert auch über unsere Abteilungsleitung. Es wird jetzt kurzfristig, wird da sicherlich eine Entscheidung fallen. Die Mannschaft ist auch Freitag bzw. auch heute auch schon darüber informiert worden, dass da jetzt was passiert und dass eigentlich auch der Fokus jetzt noch auf die letzten 6 Punktspiele gelegt werden soll. Und alles andere wird sich in den nächsten 14 Tagen sicherlich entscheiden, denn ich denke mal, auch ein neuer Trainer wird sicherlich auch noch in so einer kurzen Phase sicherlich ja auch noch die eine andere Spielerin ansprechen, um eventuell sie zu Aibig zu locken. Die Vorarbeit ist gemacht, das ist ja eine funktionierende Truppe auf jeden Fall. Es gibt bestimmt viele, viele Momente, auf die du dich auch freuen kannst, mit Sicherheit. So viele Dinge, die du in den letzten Jahren nicht machen konntest am Wochenende und jetzt ist die Zeit dafür da. Gibt es da so bestimmte Sachen, wo man sagt jetzt, weil du hast schon gesagt, Kinder, ne? Hast du auch zwei, woran denkt man da? Was möchte man da so
in Zukunft machen oder worauf freust du dich am meisten? Ja, diese mehr Zeit haben, auch für die Kinder halt. Ne? Sie sagen, oh, wieder Fußball, Papa schon wieder Fußball, wieder Fußball. Ja, wenn ich sie alle 14 Tage habe. Und klar, jetzt, wenn dann die Sommervorbereitung läuft, dann muss ich nicht immer auf die Uhr gucken und sagen, oh, jetzt muss ich hier von Scharbeutz runter, rauf auf die Autobahn, zurück zum Training, weil ja, dann kann ich da bleiben, wenn das Wetter so wie heute ist, so schön. Dann muss ich nicht mehr nach einer Zeit leben. Also ich habe dann sicherlich mehr Zeit und da werden sich sicherlich viele, viele Dinge, die man durch den Fußball oder halt durch dieses Opfer halt bringen musste, bestimmt da sein und ja. Zeit, Freiheit, Zeit. Wahrscheinlich Hobbys, irgendein Hobby, was du vernachlässigt hast die letzten Jahre. Oh Gott. Vielleicht oder früher, Hobbys, neue Hobbys finden. Ich habe früher sehr viel gelesen, ja, aber ja. Gut, in den letzten Jahren hat man nicht die Zeit gefunden, ein Buch zu nehmen. Und gut, ich habe zu Hause auch noch 3-4 Bücher nagelneu, da habe ich noch nicht mal reingeblättert. Da wirst vielleicht du jetzt viel, viel Zeit für haben. Ich da und auch mal eine Zeit. Ja, für sich Zeit für einen selber, glaube ich auch. Valida, wenn du das hörst, so Zeit für andere Hobbys, hast du überhaupt andere Hobbys? Also bei dir ist wahrscheinlich auch viel, dreht sich viel um Fußball, ja. Ne? Wie ist das so, wenn du mal nicht auf dem Platz stehst, was machst du da so, sonst? Frage ich mich eigentlich, was ich sonst so mache, weil man hat dann echt viel Zeit zur Verfügung. Meistens treffe ich mich dann mit Freunden oder lege mich tatsächlich aufs Sofa und gucke einfach nur Fernsehen. Ja, also ich genieße dann auch mal ja, die und, freie Zeit. Und jobmäßig, was machst du? Ich arbeite für Shell, bin da in der Mess- und Regeltechnik tätig. Also guter Ausgleich zum Fußball ja. Auf jeden Fall und im Fußball pausst sich dann so richtig aus, kann man sagen. Ne? Genau. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Offenheit, auch über dieses schwierige Thema, sensible Thema auch zu sprechen. Klar, jeder Gast hier bei uns bei Elbblick TV bekommt natürlich auch ein Geschenk. Geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Wir haben zwei super stylische Shirts, einmal für die Dame hier mit einem Herzen, Dankeschön. Herz am rechten Fleck und einmal hier in grün, da wirst du auch nicht übersehen. Alles, alles Gute, Javier. Ich wünsche dir alles Gute für die fußballfreie Zeit, viel, viel Kraft auch für die Kinder. Die werden dir, glaube ich, auch ja, viel Motivation, viel Kraft geben. Und Valida, dir auch alles Gute mit Albig oder auch nicht, mit dem neuen Verein. Aber ja, ich bin sicher, wir werden auch von dir noch viel, viel hören. Dankeschön, alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke. Das waren Valida Glossert und Javier Navarro-Borrego vom SC Albig. Letzterer hinterlässt mit Sicherheit eine große, große Lücke in Albig. Ja, wir bleiben natürlich dran und werden ein Auge auf den Nachfolger haben. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.